Hallo und herzlich willkommen zurück zu Asterix und Obelix XXL2. Ja, eigentlich wollte ich jetzt hier nicht gleich noch einen Part aufnehmen. Aber jetzt im letzten Part sind wir nämlich hier, haben da gleich mal herausgefunden, dass Larry Croft sich als Miraculix ausgegeben hat, verkleidet hat. Ich weiß zwar überhaupt nicht, wie der da reingepasst hat in das Miraculix-Kostüm, aber sei's drum. Gut, und da hier jetzt ja keine Möglichkeit zu speichern ist, werde ich wohl hier den Larry mal platt machen müssen hier. Dann wollen wir doch mal. Und bam! Weg mit dir, du Fettwanst. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir hier mal an zu prügeln. Und schalalababamba. So, hatten wir doch mal irgendwo einen Römer. Nehmen wir den. Okay. Und dann hauen wir hier mal. Ah, da den Römer, den brauchen wir nicht. Gut, weg mit euch, Römer. So, und wieder einpacken. Und mal schön die Römer peitschen. Oder vielleicht wäre es doch ganz günstig, einen Zaubertrank zu finden. Oh ja, da drüben. Da brauche ich natürlich erst feurige Hände, muss ich halt ein paar so verprügeln. Komm her. Lass euch prügeln. Komm her. Ich packe mal so und los geht's. Dann müssen wir reden. Holger. Wunderbar, Obelix, du machst das. Oh, wir sind auch schon wieder kurz vor knapp hier. Mit unserer Energie. Laufen wir einfach mal um den Lavabrunnen drumherum. Und dann ist das schon klappen hier. Ja, wunderbar. Das hat geklappt. Dann, ja, ich ahne fürchterliches. Erstmal, der Rex ist dran. Ja, mal gucken, ob das geht hier. Naja, theoretisch, oh, schon. Ah, was mache ich denn? Ich drücke die falsche Taste, das gibt's doch niemand. Hallo, Asterix, magst du mal auf die Kiste springen? Magst du? Ah, wunderbar. Ah, und er kriegt's doch noch. Er kriegt ihm doch noch den Schild. Das ist auch wunderbar, dann brauche ich nämlich den da oben nicht einzusammeln. Das ist gut. So, wenn ich mir nämlich das hier so betrachte, wird das bedeuten, dass ich das Teil noch benutzen muss. Wahrscheinlich direkt, wenn ich jetzt hier einsteige, kommen die nächsten Römer. Und zwar 120 an der Zahl. Es gilt wieder welche zu schießen hier. Oh nein, Mist. Falsche Taste gedrückt. Komm, jetzt aber. Komm, aha, ja, ja, zu weit. Na, komm her. Kommt, ihr Römer, put. So, da vorne hier, genau. Und, oh, ja, ich muss in alle Richtungen gucken hier. An 5 Baustellen gleichzeitig hier. Quasi. So. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich das hier ein bisschen geschickter mache als vorhin, also am letzten Part bei der Herausforderung. Bei der Herausforderung 4. Vor allem muss ich gucken, dass sie nicht dauernd bis an mich rankommen hier. Na, ey, ich muss erwischen. Gut. Und, nein, da kommen doch immer wieder welche durch. Das ist blöd. Dass sie immer wieder durchkommen hier. So, euch baller ich aber ab hier. Meine Güte, da haben wir eben ein paar richtig aus dem Nichts auftauchen sehen. Würden sie wenigstens außerhalb vom Blickfeld auftauchen. Was die meisten ja auch tun, aber sie eben ein paar richtig, ja doch, die tauchen meistens hier vorne auf. Oh, weia. Aber doch, es klappt doch hier gerade viel besser als bei der Herausforderung. Es sind nur noch 23, aber... Und ich bin noch nicht so kaputt. Ja. Obwohl, das bei der Herausforderung, das waren auch über 200. Es waren nicht nur die Fliegenden, aber... So. Einer noch.
Peng. Gut. Und nun? Oh, weia. Ich ahne fürchterliches. Wenn es hier schon so durchgeht, dann... Obwohl. Nein. Das ist anders. Ich glaube, hier in WCW, wie auch immer, war das nicht so, dass da ein Endgegner lauert. Nein, da ist auch eine Speicherbank. Ja, das würde ja eigentlich bedeuten, dass ich jetzt hier bei 5 Minuten schon fertig bin mit dem Part. Ist mir eigentlich ein wenig... Ja, das war ein super Ausdruck. Ein bisschen wenig eigentlich ist mir das. Oh, da kommen wir jetzt. Also, das war doch hier das WCW nur ein Durchgangslevel. Kein Endgegner-Level. Okay, gehen wir doch mal hier rein. Hier sind. Genau, da zeichnet sich der Caesar's Palace ab. Und wie das da heißt, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Die Pirateninsel ist das. Eine Zwischensequenz. Sie schreiten voran, Caesar. Sie schreiten voran, ach, Sie schreiten voran. Sind wir noch? Teuflische Gallier! Sind Sie denn nie aufzuhalten? Der Fortschritt lässt sich eben nicht aufhalten. Halt's Maul, Centurio! Deine List hat nicht gereicht, Larry Kraft. Und jetzt wissen Asterix und Obelix, dass Miraculix kein Verräter ist. Wir müssen schnell handeln. Die Schiffe sollen anlegen und die Soldaten an Land gehen. Was? Jetzt? Natürlich jetzt! Wann denn sonst? Wir starten einen Überraschungsangriff, dem sie nicht lange widerstehen werden. Ihre Zaubertrankvorräte müssen erschöpft sein. Ich bin auch erschöpft, edler Caesar. Noch ein Wort und ich lasse dich abführen. Los jetzt! An die Arbeit! Ja, Caesar ist sauer auf seinen Larry Kraft hier. Ja, tja, der hat sich ja offenbart, der Larry. Und ich dachte eigentlich, ja, wir hätten den hier platt gemacht. Aber da wurde ich jetzt wohl eines Besseren belehrt. Ah, da sieht man ihn jetzt, den Caesar's Palace. Caesar's Palace, so. Ja, ein in die Wolken gebautes Monumental-Bauwerk. Ja, und hier ist, ich kann mir jetzt nichts anderes erklären als Pirateninsel. Aber schauen wir doch mal gerade noch mal nach was anderem. Und zwar, wo ist das denn? Liste der Angriffe, Diamantenliste. Nein. Statistik. Auch nicht. Okay. Option. Nein. Was ist jetzt los? Nein, ist mir das Spiel jetzt auch noch abgeschmiert. So, da bin ich wieder. Hat mich nicht mal sonderlich lange gedauert, das alles seit dem letzten Speichern nochmal durchzuspielen. War halt blöd, noch eine, noch die vierte Herausforderung, das gallische Dorf und diesen großen Raum nochmal durchspielen. Aber egal, also, ich gehe dann jetzt mal... Wo gehe ich hin? Ja, nach Level beenden. Gespeichert habe ich eben. Das habe ich gerade noch offscreen gemacht. Genau, zu den Souvenirs wollte ich nämlich. Was haben wir denn? Gucken wir mal nach der Figurengalerie. Ja, die ist nämlich schon ein ganz schön Stückchen wieder fortgeschritten. Die hatten wir, glaube ich, alle schon sehen können. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal hier. Glaube ich auch. Und nun ja. Ja, der eiserne. Keine Ahnung, sieht eher aus wie so ein
Gladiator, ein eiserner Gladiator. Naja. Da ist der Feuerschleuderer. Ja. Ja, so klar. Okay. Ja, gut. Asterix und Obelix sind klar. Miraculix auch klar. Ach, ja, klar. Unser Sammy. Sam Schiffer. Okay, na. Okay, diese da. Ja, das soll. Das wird wohl Level Quark sein, wenn ich mir das Symbol so angucke. Das da könnte Caesar selbst sein. Und, naja, gut. Das ist dieser. Pac-Man-Römer, glaube ich. Ja. Smiley als Schild. Und keine Ahnung, das sind also doch noch ein paar nicht zu sehen. Okay, was haben wir noch? Das war ja die Figurengalerie eben. Postkarten. Okay. Ich habe doch gar kein Geld für sowas. Ah, gut. Ja, ich kaufe mir jetzt mal eine Postkarte. Und? War ja nicht sehr spektakulär, dass der Eingangsbereich von Las Vegas. Kaufen wir uns noch eine? Meine Güte, die werden ja immer teurer. Ja, möchte ich sehr gerne. Das sind wieder 2000 Helme mehr. Yeah. Das ist doch immer ein Bild, das ich schön finde. Wenn ein Römer einen Römer wegpustet. Mit seinem Lichtstrahl. Okay, was haben wir noch? Ja, wir haben ja genug. Also, warum soll man nicht noch ein bisschen was kaufen? Okay, das ist. Ja, der Bereich Lutetia mit dem Notre-Dame-Nachbau. Ja, ganz schick diese Postkarte eigentlich. Oh, also jetzt wird es langsam wirklich teuer. So. Ja, ein Seifenblasen-Mario-Römer sprüht, keine Ahnung, Pestizide auf irgendwelche Pflanzen. So sieht es jedenfalls aus. Das sieht auch, wenn man sich das so genau betrachtet, das sieht wirklich aus wie eine Giftspritze, was der da auf dem Rücken trägt. Einfach so, ja, wie so ein Gärtner. Ich weiß auch nicht. Dann Gifttank auf dem Rücken und dann da schön Gift versprühen. Keine Ahnung. E605 oder sowas. Nein, ist ja verboten. Die holen wir uns noch, auch wenn sie 15.000 kostet. Und sehen, ja, den Eiffelturm. Da waren wir auch schon und... Hä? Nein, das ist irgendwas anderes. In dieser blauen Mauer sieht man da irgendwas Weißes. Das sieht aus wie... Im ersten Blick sah es aus wie ein Diamanthelm, aber irgendwie, das hat Augen und... Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Sollen wir den auch noch holen? Naja, komm, was soll's. Oh, mal ein anderes Video, Bild natürlich. Postkarte heißt das ja hier. Ja. Der Caesar präsentiert sich vor seiner Armee. Es ist scheinbar nur so eine kleine Kohorte oder so. Oder ein Manipel. Und ja, offensichtlich irgendwie in so einem Amphitheater. Vielleicht einem Teil von Las Vegas. Ja, da haben wir ja mehrere solche gesehen bei den Herausforderungen. Ich bin gerade irgendwie so voll drauf. Eine kaufen wir noch. Ja, jetzt wird es aber langsam zu teuer. Nein, das lassen wir mal. Okay, das ist die letzte Station von Lutetia gewesen mit dem Obelisk, den wir gesprengt haben. Ja, das ist alles schon eine Weile her und im Hintergrund ist eine Pyramide zu sehen. Das ist wohl Luxor und was das im rechten Teil sein soll, weiß ich nicht. Sieht eher aus wie das Amphitheater oder das Kolosseum. Ja, auch egal, aber
Nicht so ganz, weil dann nämlich noch irgendwas nach oben ragt. Aber egal. Ich würde sagen, das dürfte jetzt für den Part dann genug sein. Ein Absturz war dabei und ja, egal. Also, ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Und ich darf euch im nächsten Part wieder begrüßen. Also, wir hören uns dann im nächsten Part. Macht's gut und ciao.